Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Newsletter. Bin noch nicht kerngesund, aber das kriegen wir schon hin. Okay, ich versuche es kurz und bündig zu machen. Es sind drei Themen. Und einmal geht es um Allianzkrieg, einmal um Allianzmissionen, einmal um neuere Sachen. Wir werden hier erstmal Allianzkrieg und Allianzmissionen erwähnen und in dem nächsten Part dann auf jeden Fall erwähnen wir die anderen Sachen. Okay, das erste ist, Allianzkriege wird sich im zweiten Quartal bzw. im dritten Quartal was ändern. Lass uns mal schauen, wie KBM jetzt da hinkommt. John, der dementsprechend, das ist der John hier, das ist der Designer, der hat sich halt dem endlich gewidmet und sagt, diese Änderungen kommen. Und das ist jetzt eine kurze Zusammenfassung, so kurz wie es geht. Für mich sehr schwierig. Okay, das erste ist, Allianzkriege werden nicht mehr ein Tag Platzierungsphase sein und am nächsten Tag kämpfen, sondern die Platzierungsphase wird verlängert um einen weiteren Tag. Das heißt, zwei Tage Platzierungsphase und am dritten Tag wird gekämpft. Das ist schon mal was Gutes, weil dadurch haben die Leute mehr Zeit. Und was noch geändert wird in Allianzkrieg ist, dass die von den Leuten die externen Tools, die man meistens hatte, wo man selber die Plattform setzen konnte, von Leuten, die Webseiten erstellt haben oder auch Chart-Sheets erstellt hatten, wo man halt sieht, welche Champion platziert werden tut, welche Plattform, das entfällt komplett. Das müssen die Leute nicht mehr machen, die Offiziere oder halt eben andere Leute wie Solomon, sondern das kann man im Game machen. Das heißt, du platzierst deine Verteidigung auf diese Plattform. Die Plattformen sollen auch von der Erklärung her ein bisschen besser überarbeitet sein. Vielleicht, das ist nun nicht sicher, aber soll auch kommen. Und in diesen Plattformen wird das übernommen. Das heißt, auf deine Map, auf deine Karte wird deine Platzierung übernommen für die nächsten kommenden Allianzkriege. Bedeutet im Klartext, wenn du gewinnst, dann wird das auch in dem nächsten Allianzkrieg automatisch schon übernommen. Und steigst du eine Stufe hoch, wird das auch übernommen. Und du musst dann nur noch dementsprechend die Champions umändern, wenn du sagst, nee, dieser Champion war vielleicht vorher gut in diesem, auf dieser Plattform gut gestanden mit diesem Bass, also diesen Knoten. Jetzt tue ich diesen Champion umplatzieren. Das hat natürlich einen Vorteil. Wie jeder sich selbst denken kann, der Vorteil ist ganz klar, dass man dadurch viel leichter hat in der Führungsriege, also im Führungsregime. Im Endeffekt den Offizieren oder Anführer, je nachdem wer das bei euch macht in Allianzen, ist es dann einfach für euch das Ganze zu handeln. Und wir wissen das, wie das ist. Offiziere müssen sich immer sehr viel Arbeit leisten. Sie müssen immer wieder aufs Neue diesen ganzen Scheiß machen und das ist zum Kotzen. Und warum nicht einfach einmal machen und gut ist. Und das wird jetzt eigentlich umgesetzt. Ob das jetzt im zweiten Quartal dieses Future rauskommt oder im dritten Quartal, da sagt John, das ist er sich noch nicht sicher. Die sind soweit fast fertig mit allem. Aber die wollen keine Garantie geben, denn wir wissen es ja, wenn es eine Garantie gibt, dann gibt es Beschwerden und so sagt man sich, nee, komm, wenn es fertig ist, ist es fertig und gut ist. So. Das ist das eine. Das andere ist, ihr könnt sagen zum ersten Mal als Offizier und sowieso als Anführer, du pass auf, diese Champions, die du mir jetzt zur Verfügung stellst, als deine 5 Verteidiger und deine 3 Angreifer, die sperre ich dir jetzt. Das heißt, im Klartext, du kannst sie nicht nutzen mehr in irgendwelchen Missionen. Das ist richtig geil, denn es gibt Leute, die verärgern die Offiziere, ich habe das so oft gesehen, und die sind angepisst, die sagen sich, ey du Arschloch, verfluchte Scheiße, ich kann jetzt deine Champions nicht platzieren, weil du den fucking Mission machst, obwohl eigentlich du platzieren solltest. Und da gab es immer Streitpunkte. Manche Offiziere sagten sich, scheiß drauf, dann ist ein anderer Champion oder andere 5 Verteidiger. Aber ganz ehrlich, wenn ich so nachdenke, die machen sich nicht umsonst die Mühe, die Arbeit, das Ganze richtig auf die Knotenpunkte, also beziehungsweise Plattform zu stellen und einzurichten. Also von daher ist das eine gute Option. Zusätzlich, dass der Offizier sich sagt, nee, den kenne ich, den sperre ich, die Champions, den anderen vertraue ich, der ist zuverlässig. Und dann habt ihr die Möglichkeit. So, das ist schon mal zu Allianzkriegen. Na, es wird noch viel mehr kommen, Allianzkriege. Ich kann euch nicht alles sagen. Ich habe dieses Video angeschaut, noch ein anderes Video, was jetzt auch noch rauskam. Und ein Meeting auch von dem Partner beim Kontaktmann mitbekommen.
und da wird noch viel mehr kommen. Es werden Karten, Buffs geändert, die Buffs werden sich ändern, das ist ganz klar, muss ja auch geändert werden. Es werden auch faire Buffs kommen, das heißt, im Klartext, man sagt sich, alle, die eine untere Stufe haben, die sollen jetzt nicht mal so schwer haben, alle, die eben oben sind. Obere Stufe, Stufe 9, 6 und so weiter, soll es ein bisschen schwer werden, aber auch immer noch ausgeglichen. Und Champions, die gewisse Exploits nutzen konnten, es gab solche Champions, die Exploits genutzt hatten, und das wurde ausgenutzt, das wird nicht ganz jetzt weggemacht, aber es wird die Möglichkeit geben, Champions komplett zu sperren für den Gegner. Das heißt im Endeffekt, das kennen wir wie Battlegrounds, bevor du mit einem Gegner kämpfst, kannst du gewisse Champions sperren, sodass er diese Champions gar nicht als Verteidiger verwenden kann. Ich glaube, die oberen Allianzen kennen das mittlerweile. Das soll aber auch komplett eingeführt werden, diese Funktion für alle unteren Allianzen. Das heißt, für Gold-Allianzen, Silber-Allianzen, Bronze und so weiter. Außerdem soll es zusätzlich eine gleichmäßige Verteilung geben von den von der Uhrzeit, weil auch da habe ich mitbekommen, auch John hat mitbekommen, dass da halt eben unterschiedliche Uhrzeiten waren. Wenn die höher gestellt waren, haben sie um 5 Uhr angefangen, die anderen um 6 Uhr und so. Das soll sich auch dann komplett umändern. Mal schauen, was da alles auf uns zukommen wird, was sie alles realisieren werden, zweites Quartal oder drittes Quartal, da warten wir einfach mal ab. Aber das ist auf jeden Fall schon mal für AK-News und jetzt springen wir gleich zur AM rüber und da machen wir schon mal kurz Cut. By the way, fast hätte ich es vergessen, für Allianzkrieg gibt es noch die Option für die Offiziere und den Anführer Pfade zuzuweisen, dem Spieler. Das wird richtig geil, wenn dieses Future erstmal dieses Jahr rauskommt, dann werdet ihr einfach haben mit festen Wegen, denn wir kennen es ja, dem den Weg zu weisen, dem den Weg zu weisen, das immer wieder aufs Neue, ist ziemlich nervig. Das hat Kabam vor umzusetzen dieses Jahr, entweder im zweiten oder im dritten Quadral, warten wir es ab, aber es wird ein spannendes Future und endlich sind meine Vorschläge und die Vorschläge von anderen großen YouTubern, aber auch kleinen, umgesetzt worden. Ich bin auch froh, dass ich nicht der Einzige bin, der die Community ein bisschen dabei hilft und die Leute nerven tut von Kabam und mal schreiben tut im Forum oder auch persönlich mal eine Mail an die Presseagentur und sagt, ey, mach doch mal dies und dies und so Feedbacks. Klar, wenn die da von den Leuten, die da so coole Feedbacks schreiben, das nie sagen, dass es von denen ist. Pff, aber ganz ehrlich, ist auch egal. Hauptsache, die haben einen Nutzen davon und der Nutzen ist, sie setzen besser, sie machen ein Spiel einfach dynamischer und einfach cooler. So, und das war's zu Allianzkrieg auch schon. Und jetzt springen wir zu Allianzmission. Allianzmission. Allianzmission, da werde ich euch ein kleines Bild zeigen, denn da ist zum ersten Mal was da eingeführt worden. Also es wird, sagen wir mal, was geändert. Wir müssen mal schauen, wie ich das Bild damals schon. Das wird zum ersten Mal so sein. Ihr seht hier einmal die Current Week, das bedeutet auf Deutsch die aktuelle Woche. Und Day 1 heißt also Tag 1 von 7. Was heißt das jetzt? Das heißt, Allianzmissionen werden dynamisch sein. Dynamisch bedeutet, dass man entscheiden kann, wie viele Tage will ich spielen, welches Wochenende will ich zocken, also welchen Tag. Von 7 Tagen habe ich 4 Tage. Ihr seht es, es sind nur 4 Tage AM. Dadurch erhöhen, also das wird sich bei den Belohnungen, wird es ein bisschen auch angepasst. Aber entweder werden sie ein bisschen höher oder niedriger. Ich denke mal, da will KBM das so schon so nach oben immer noch gestalten und auch sehr viel raushauen, hat Kabam jetzt gesagt. Also John meint zumindest, man soll die Leute nicht beanspruchen zu sehr, sage ich dir John und Jim, den seit 1000 Jahren, aber wenigstens habt ihr es umgesetzt und da bin ich nicht der Einzige oder einer von wenigen, die halt den Leuten geschrieben haben direkt und dann haben sie es umgesetzt, endlich. Richtig cooles Future, muss ich ehrlich betonen. Also ich freue mich schon auf das kommende Quartal. Es kann sein, dieses Future kommt schon ab Mai oder Juni. Kann sein, etwas später, aber es kommt dieses Jahr. Das ist Fakt.
Das hat John uns zugesichert von Kabam und das ist schon mal toll. Denn was macht dieses AM Future? AM heißt es Dynamic, bedeutet ich plane pro Gruppe, also pro Kampfeinheit, wann diejenige Kampfeinheit spielen möchte. Ergo ist das jetzt das Untermenü, denn das obere Menü sieht ganz anders aus. Das haben wir nämlich auch hier. Das sieht so aus. Und es ist richtig cool, denn ihr habt hier einen Kalender. Ihr könnt auch für die nächste kommende Woche planen, was auch geil gemacht ist. Und ihr habt 7 Tage, also von Montag bis Sonntag. Und von diesen 7 Tagen könnt ihr entweder nur einen Tag anwählen oder maximal halt eben 4 Tage. 4 Tage sind maximal, wohlgemerkt. Und ihr könnt sagen, okidoki, wir planen für die eine Gruppe Kampfeinheit Tag 1. Die zocken halt nur einmal AM und die anderen zocken halt 4. Und die anderen zocken mal gar nichts, weil die keinen Bock haben, whatever. Aber ihr könnt da so festlegen und ihr könnt sagen, die eine Gruppe fängt da an, die eine Gruppe fängt dann hier an oder fängt halt einmal Tag hier ein und dann am Tag 4 fangen die hier an. Na, ihr könnt das richtig gut verplanen. Hier haben wir die Kampfeinheit 2, 1, 2, dann haben die hier Pause und dann 3, 4. Richtig geile Sache, denn mittlerweile ist ja Kabam, hat ja auch mittlerweile Kabam erkannt. Kabam ist nicht mehr ein Kinderspiel für kleine Kiddies, sondern auch spielen auch ältere Leute, auch Rentner spielen das Spiel. Einen sehr großen Lob wollte ich nochmal an alle älteren Leute über 50 aussprechen. Respekt. Normalerweise spielen die ältere Generation sowas nicht. Aber das machen sie, wenn sie fit sind. Also Respekt, weil es ist nicht so einfach, mit der Zeit zu gehen, mit der Technik und dem Ganzen. Gerade wenn man älter wird, ist es schwieriger, Dinge zu lernen. So, wir sehen ja also, wir haben hier Kampfeinheit 1, also ist noch auf Englisch, ne? Ganz klar wird noch übersetzt, Kampfeinheit 2 und so weiter. Wir haben hier einen Kalender, wir haben für die nächste Woche die Möglichkeit zu planen, für die übernächste Woche wird noch entschieden, ob es 1-Monatsplanung gibt oder 2-3-Monatsplanung, mal schauen. Und wir haben halt die Tage von Montag bis Sonntag, ne? Und halt dementsprechend, da unten haben wir nochmal Tickets, also wenn Allianz-Tickets verschwendet worden sind. Und da sieht man auch die Boss-Kills, also wie viele Bosse gekillt wurden, welche Karte das ist natürlich. Richtig geiles Future, muss ich euch sagen. Richtig freue ich mich schon drauf. Ich habe das Spiel schon abschreiben wollen, ich wollte schon deinstallieren. Obwohl ich Gold 3 mit der Allianz jetzt eigentlich Game of Thrones dank den Leuten geschafft habe. Wir haben es geschafft, dank unseren guten Leuten. Dachte ich mir, und da sage ich ehrlich, hey, morgen Geburtstag, 25.03., bist du 39 und dann sagst du den Leuten Spaß halber, April, April, ich höre auf. Wäre natürlich blöd, aber ich gesagt, nee, komm, das Future kommt und ich bleib dabei. Okay, das war's erstmal für Allianz Missionen. Auch da habt ihr die Möglichkeit, nochmal, hätte ich fast vergessen wieder, die Möglichkeit, Wege zu planen oder soll eingeführt werden, auch Allianz Mission feste Wege und auch wer die Wege zu laufen hat. Ihr könnt das machen mit festen Wegen oder auch dynamischen Wegen. Also ihr werdet da nicht gezwungen als Offizier oder Anführer. So viel dazu schon mal. Ja, das war's von diesem Newsletter erstmal. Wir werden noch einen zweiten Newsletter, einen zweiten Part und die anderen Themen. Ich weiß, es gibt noch Themen wie, wie sieht es auch mit den Battlegrounds, wenn es da Änderungen geben, Anpassungen, wie sieht es aus mit den Cheatern, die im Battleground sind, wie sieht es aus eigentlich mit Farmen, kann man jetzt Elixier farmen oder nicht, wie sieht das aus, das kriegen wir alles im nächsten Video. Das waren jetzt nur die zwei Sachen, die mir wichtig waren. Und wenn dir das Video gefallen hat, nicht vergessen, Like da lassen, Daumen hoch, Glocke nicht vergessen und bitte schreibt eigentlich fucking Kommentar rein. Habt keine Angst, ihr werdet nicht geächtet. Ich weiß, es gibt Hater, die da draußen mich hassen. Glaubt mir, die haben einen Grund, mich zu hassen. Es ist in Ordnung. Habt keine Angst von denen. Ihr werdet deswegen nicht diffamiert von diesen Leuten. Die hassen nur mich. Das ist halt eine uralte Geschichte, da habe ich mal ein Video gemacht, da könnt ihr auf diesen Link klicken, jetzt eingeblendet. Das ist ein Video, wo es erklärt wird, was da passiert ist eigentlich, warum es so viele Hater gibt. Und ja, die sitzen sind nun mal da, die haben mal ihren Grund. Mit einigen schon Profispielern habe ich mich versöhnt. Ich kann aber nicht alle Profispieler, für wo ich früher halt eben mit einigen Stress hatte oder Streit angefangen habe, kann ich nicht mich versöhnen. Ich kann niemanden zwingen für eine Versöhnung. Das muss jeder von sich aus kommen und von daher, peace and out.